Hallo, ich bin René vom Waffenhandel Becker und ich freue mich sehr, euch heute eine Waffe aus dem Hause Beretta hier präsentieren zu dürfen. Und zwar die Beretta BRX1, und zwar Geradezugrepetierer. Eine Waffe, wo man ganz ehrlich sagen muss, die schon mal zurückgerufen wurde, weil es was gab, wo man auf Nummer sicher gehen wollte. Aber die Waffe wirklich top ist und mir gefällt sie wirklich gut. Und man muss immer dazu sehen, tatsächlich auch den Preis, also im Verhältnis. Aber schauen wir uns die Waffe am besten mal gemeinsam an. Ja, so kommt sie bei uns an. Unser Beretta BRX1 im normalen Pappkarton. Aber wie gesagt, wenn man den Preis sieht, ist das alles in Ordnung. Was haben wir hier? Tatsächlich allgemeine Sicherheitsregeln in verschiedensten Sprachen. Wir haben nochmal Warnhinweise und den QR-Code zur Internetseite von Beretta, wo ihr die Bedienungsleitung findet. Bedienungsleitung könnt ihr euch dann runterladen, aufs Handy oder auch ausdrucken. Wenn ihr es euch aufs Handy zieht, dann ist wirklich übersichtlich, ist alles drinnen zu finden in der Bedienungsanleitung, wie die Waffe zu zerlegen ist, wie sie einzustellen ist. Aber das zeige ich euch gleich. Dann haben wir unsere Waffe hier und wir haben natürlich ganz klar unseren Verschluss. Ja, und wir haben hier noch Werkzeug dabei, um den Schaft lösen zu können, wer den wechseln wollt, austauschen wollt oder ähnliches. Und dann noch ein bisschen Öl, Waffenöl von Beretta. Und im Karton habt ihr auch nochmal, seht ihr hier, QR-Code, Bedienungsanleitung. So, wenn wir uns den Verschluss hier ansehen, sieht man, hier hat man so einen Riegel, so eine Arretierung. Muss man hier runterziehen. Jetzt kann ich den Verschluss hier aufsetzen. Ziehe die Verriegelung nach oben. Voilà, und das war's schon. Wichtig ist, dass der Verschlusskopf in der geöffneten Stellung ist. Und schon voilà. Und das war's schon. Ein paar technische Daten zur Beretta BRX1. Geradezugrepetierer haben wir ja gerade schon gesehen. Die Waffe hier hat das Kaliber 308 Winchester. Die Waffe gibt es noch in 3006 Springfield und 300 Winchester. Die Waffe hier hat eine Lauflänge von 51 cm, wird je nach Kaliber in den Kalibern unterschiedlich auch in verschiedenen Lauflängen angeboten, und zwar bis und 62 cm. Die Gesamtlänge der Waffe beträgt hier 103,5 cm. Ein Polymerschaft, wie ihr schon sehen könnt. Das Magazin ist ganz einfach zu entnehmen und auch in Magnum-Kalibern fasst dieses Magazin immer bis zu 5 Patronen. Wir haben hier die Möglichkeit, Riemen anzubringen, wie ihr sehen könnt. Der Lauf hier, Laufmutter. Das Gewinde ist M14x1. Also könnt ihr auch schön Schalldämpfer und ähnliches draufsetzen. Laufprofil sind 16 mm. Und hier oben seht ihr Picatinny schon bereits angebracht, um Glas anzubringen, Rotpunkt und das, was eben für euch drauf soll. Pistolengriff hier, alles schön griffig, fasst sich wirklich sehr, sehr wertig an und sehr, sehr gut. Und das tatsächlich, das muss man mal zusehen, zu dem Preis, zu dem die Waffe hier angeboten wird. Was mir sehr gut an der Waffe auch gefällt, neben Verarbeitung, Gewicht und Preis, dass sie wirklich für jeden Linkshänder umbaubar ist, das zeige ich euch gleich, und dass man das Abzugsgewicht verstellen kann. Zuerst will ich euch zeigen, wie ihr die Waffe auf Linkshänder für einen Linkshänder umbauen könnt. Das ist ganz einfach. Erstmal den Verschluss entnehmen. Jetzt müssen wir den Verschlusskopf entnehmen. Müssen wir unseren Kammerstängel rausnehmen. Seht ihr das? Die Arretierung nach unten drücken. Kammerstängel entnehmen. Und einfach tauschen auf links. Voilà. Jetzt brauchen wir den Hülsenauswurf noch in die andere Richtung. Und das ist auch ganz einfach, seht ihr das? Jetzt so rum montiert, Hülsenauswurf nach rechts. Und jetzt wollen wir einen Hülsenauswurf nach links. Einfach gedreht, jetzt seht ihr das.
Ausstoßer, Auszieher getauscht. Und jetzt setzen wir den Verschlusskopf einfach wieder ein. Und das war's. Zum Einsetzen des Verschlusses ganz einfach wieder Verriegelung nach oben ziehen, einsetzen, ein bisschen vorschieben und schon haben wir die Waffe umgebaut auf Linkshänder. Ich baue es fix wieder zurück, weil ich bin ja Rechtshänder. Und das ist halt wirklich klasse, finde ich. Auch wenn man die Waffe mal verkaufen will, ist natürlich ein super Argument, wenn man sagen kann, Achtung, beidseitig bedienbar. Jetzt bringt die Waffe was mit. Ihr könnt das Abzugsgewicht einstellen und zwar in drei verschiedenen Stufen. Circa immer, das sind immer Circa-Angaben, ist ganz wichtig, 959 Gramm, 1100 Gramm und 3400 Gramm. Dazu müssen wir den Abzug ausbauen. Da ist jetzt kein Hexenwerk, sieht man vielleicht ein bisschen schwierig jetzt. Sicherung nach unten drücken, Schraubendreher, voilà, seht ihr, das war's. Abzugsgruppe nach vorne schieben, jetzt können wir diese entnehmen und das ist jetzt super. Wirkseinstellung, dann ist die nächste Stufe, haben wir dann gleich 1100 Gramm circa und dann circa 900 Gramm. Machen wir es mal auf 900 Gramm. Einfach rüber. Und so sieht das aus. So, Abzugsgruppe wieder einsetzen. Super einfach. Rein, seht ihr. Und einfach nur jetzt runterdrücken. Und das war's. So, zur Waffe, zur Bedienung. Also, entsichert ist klar, bricht der Schuss. Und jetzt haben wir drei Stufen. Untere, die sichert, kann ich ja nicht mehr repetieren. Jetzt drücke ich nach vorne, nächste Stufe, weiß, gesichert und ich kann jetzt die Patrone, die noch in Patronenlage ist, ohne Gefahr rausrepetieren. Jetzt drücke ich einfach nach vorne, entsichert, Schuss bricht. Also ich finde die Waffe wirklich gelungen, schön und für den Preis, muss ich ganz ehrlich sagen, macht man aus meiner Sicht sicherlich nichts falsch. Ein schöner Geradezugrepetierer aus dem Hause Barretta. Ja, hier haben wir nochmal unsere Barretta BRX1 im Kaliber 308 Winchester. Wie gesagt, Magazin geht wirklich schön einfach raus. Lässt sich schön einfach repetieren, braucht da nicht viel Kraft. Ganz locker flockig, nun bin ich kein geübter Geradezug, Repetierer, Schütze. Ja, ansonsten finde ich die Waffe wertig verarbeitet. Fasst sich schön an, Oberfläche, Haptik, habe ich nichts zu meckern. Habe da auch nichts gefunden, was irgendwas nicht hinhaut. Ich finde eine schöne Waffe mit einer ordentlichen Optik und sage ich, ich werde mir einen ordentlichen Schalldämpfer noch draufsetzen. Macht das ganz ehrlich Laune, die Waffe zu schießen. Wenn ihr Interesse an dieser Waffe habt oder einer anderen, können die sehr, sehr gerne mit entsprechender Erwerbsberechtigung bei uns über den Waffenhandel Becker erwerben. Alle an den Sportschützen würde ich mich sehr freuen, euch beim entsprechenden Kurs Waffensachkunde bei uns bei der Schießschule Becker begrüßen zu dürfen. Und all die, die wissen wollen, wie es ist, mit so einer Barretta, mit einer anderen Waffe zu schießen oder wissen wollen, ob es so ist wie im Film und Fernsehen oder im Spiel, den empfehle ich entsprechend Schnupperschießen bei uns bei der Schießschule Becker. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Bis dahin, alles Gute, ciao.